Servus Leute, zurück zu Let's Play 2000XX. Nina ist am Start und beim letzten Mal habe ich ja das Spiel angetestet. Mein zweiter Versuch war das. Jetzt bin ich schon 6-7 Versuche später und ich bin auch ganz gut ausgestattet. Also ich komme relativ weit immer und kann gut hier, wo sind sie? Oben links diese Chips sammeln und habe auch einiges freigeschaltet. Und ja, ich bin auch gut schon equipped. Ich habe dass Lebenspunktaufnahme mir Rüstung generieren kann oder Panzerung, keine Körperverstärkung leider, aber meine Angriffe können Leben wiederherstellen und ich habe einen Doppelsprung, das mir bei den Geschicklichkeitssachen vielleicht stark helfen kann, um ein bisschen zu erleichtern. Da habe ich viel Leben, ich habe häufig Muttern genommen, weil nichts Gescheites dabei war. Die Blattblüte habe ich freigeschaltet, die erhöht meine Sprunghöhe, das seht ihr oben rechts, sind Stat plus 4. Dann Damage, ja, das mit Kraft, eigentlich will ich auf Damage gehen. Mischmaschmeisterei, dadurch, dass ich drei unterschiedliche Items besitze, boostet es alle Werte halt. Und ja, mal den Angriff mag ich am liebsten, den Forgellator. Sonst habe ich ja nur als Alternative den in alle vier Richtungen schießen. Aber ich finde den Forgellator deutlich cooler, besser. Ja, Kräfte habe ich keine, weil ich bin kein Fan von Kräften tatsächlich im Moment. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob wir herausfinden, was passiert, wenn man alle Bosse besiegt hat, nicht wahr? Dazu gehen wir zuerst hier. Vakola. So. Bienen sind easy. Geld habe ich auch massenweise. Das ist unfair. Das ist auch unfair. Das ist auch unfair. Ich bin das Geld und springe nicht in die Lava dadurch. Hier geblieben. Panzerung. Ich habe anstatt Leben Panzerung bekommen. Das ist gut, wenn ich mit viel Panzerung ins Endgame reingehe, dann kann ich mir mehr erlauben. So, apropos mehr erlauben. Oh ja, gib mir das Money. Doppelsprung ist auch ziemlich geil mit Speed, weil dann komme ich relativ häufig über nahezu alle Umgebungen. Ach du Schande. Ja, jetzt wird man zugeschissen mit Muttern. Mehr Panzerung. Nun schon die Panzerung weg. Und wieder extra Panzerung. Oh, Leben, Muttern, Panzerung. Anscheinend kriege ich, wenn ich voll bin. Oh, so viele Muttern. Ich werde gerade ein bisschen zugespammt mit Stuff. Ich bräuchte einen Shop, wo ich das alles ausgeben kann. Panzerung. Ja, scheinbar. Wenn man voll ist mit Leben, dann kriegt man automatisch Panzerung. Das ist ziemlich geil dann, sollte man. Oh. Das habe ich auch noch nicht gesehen, diese Wand. Ja. Lästig. Lästig. Gut. Ich bin es halt nicht gewohnt, dass ich Doppelsprung habe, aber Doppelsprung ist super nützlich. Ah. Das war unfair. Jetzt die Frage, ist oben oder unten der Weg weiter? Unten ist der Weg weiter, dann ist vielleicht oben so eine Challenge, dass man hier, ja, ein neues Item oder so bekommt. Oder einen anderen Angriff. Ah. Jawohl, Lauftempo und Sprunghöhe. Naja, dafür habe ich Damage genommen. War okay. Das Item ist, also mit der... die roten sind garstig. Zielsuchende Raketen sind auch garstig. Da schießt noch einer. Wer schießt denn hier? Ach, du schießt. Na also... Ruhe im Karton.
Gebt mir diese Juicy Panzerung. So. Runter. Ah, ein Shop. Sehr gut. Ich habe sehr viel Geld zum Ausgeben. Ich nehme alles. Ja, wirklich. Ich nehme hier alles. Schaden tut dir nichts. Mehr Leben. Mehr. Jetzt habe ich gar nicht hingeschaut. Mehr Damage, mehr Energie, obwohl ich keine Energie brauche. Ja, vielleicht nehme ich noch eine Attacke. Ah, shit. So. Du bist ein Ground Attacker. Was machst du dort oben? So, und schon haben wir das Gebiet geschafft. Easy. Ja, leider ist der Shop nochmal derselbe Shop. Ich würde gern nochmal alles nehmen. Und ich weiß auch nicht, ob man hier Items bekommen kann, wenn man alles zerstört. Glaube nicht. So. Das Duo. Killen wir mal das Duo. Die Astral Twins. Achso, ich kann mich ja auch unten stellen und schießen. Das so gedacht ist, ist eine andere Sache, aber es funktioniert. Okay, der Rote ist down. Der andere raged. Ja, vielleicht hätte ich den anderen erst einmal... Der hat den anderen revived! Okay, das haben die noch nie gemacht. Gut zu wissen, dass die das können. Und das Blöde ist, der bleibt enraged. Okay. So schwierig war es noch nie, muss ich zugeben. So, ich muss den anderen Dude jetzt klein kriegen. Gar nicht so... Oh. Nein, ich habe den Speed Boost nicht bekommen. So... Weg mit euch. Meins. Nummer 2. Schade, ich habe den Speedboost nicht hinbekommen. Aber dafür ein gutes Item. Mehr Angriff-Damage. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Fähigkeit. Ja, nehme ich die Fähigkeit mal. Ja, ist okay. Ist okay. Das ist sogar eine Fähigkeit, die zum Schutz dient. Von daher ist super okay. Dann kann ich leben. Dann kann ich gut leben. Bienen. Ah, nicht zu greedy werden. Okay. Jetzt machen wir hier weiter und killen die Bienen. Böses Gebiet. Hier unten sieht's nach Challenge raus aus. Ob sich lohnt, ist die andere Frage. Tja, ich muss erst hinkommen, um es zu sehen, ob sich's lohnt. Ich muss auf den Weg wieder zurück. Na, da ist es jetzt. Oh, Lauftempo. Nicht das Beste. Aua, aua, aua. Das hat sich wahrscheinlich nicht gelohnt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Mega lag. Meine Schüsse blocken ist nicht gut. So,
So, da rechts ist auch nichts in der Tasche. Ist halt random generiert. Da kann mal was drin sein, kann auch mal nicht. In dem Fall ist halt nichts drin. Erneut nichts drin. Okay. Die kleinen Flammen im Boden sind das Brutalste in meinen Augen. Aber ein Doppelsprung hilft mir schon hier beträchtlich. Wäre die explodiert, wären lauter kleine Viecher aus ihr gekommen. Die Snake ist explodiert. Gut. Gut. Are you kidding me? Schnell da durch. Ah, jetzt kommt der auch noch. Okay, das Gebiet ist unangenehm gerade. Nein, ich brauche doch keine Energie. Geht mir aus dem Weg. Ein Shop, den nehme ich schon eher. Was haben wir hier Feines? Ah, diesmal kann ich nicht alles nehmen. Ich nehme aber 20 Angriffsstärke. Ich nehme... Gegner lassen mehr Muttern fallen. Ich nehme maximale Leben und... Okay, doch, ich nehme alles. Hm, vielleicht hätte ich mehr Leben sollen, nehmen sollen. Pille! Wie komme ich zur Pille hin? Sehr schön. Der Dude mit den... Den hatte ich noch nicht besiegt, okay. Jetons. Die sind super selten tatsächlich, diese Tokens. Ich könnte Leben gerade gebrauchen. Ja, ein bisschen taugt die Fähigkeit auf jeden Fall. Aber mein Leben ist... Oh ja, sehr gut. Oh ja, das habe ich freigeschaltet. Dass du im 8. Level kommst mit einer großen Belohnung. Schön, dass ich dich gefunden habe. Jetons kann ich einsammeln. Geld. Ernsthaft? Naja, gut. Ist jetzt das Beste. Aber naja. Legen wir uns mit dem letzten an. Der Rollster. Leider habe ich sehr wenig Leben. So, das Problem ist, der teilt sich jetzt in zwei. Und eskaliert. Und wird nochmal geteilt. Okay. Ja, die Fähigkeit ist gar nicht so schwach. Besonders die Stunt anscheinend sein Mega-Angriff. Boah, geschafft. Aber wenig Leben. Wenig Leben. So. Apropos Leben.
Oh, hab schon wieder nicht in Zeit geschafft. Belastend. Aber jetzt haben wir nur noch ein Gebiet. Vorwärts. Einfach vorwärts. Es sieht kein Gegner. Man kann keinen Gegner sehen und so. Vacation. Wir würden gerne auf Urlaub gehen. Die hätten mich jetzt in Weltall geschossen. Stattdessen. Oh, die haben mitbekommen, dass unser Freund uns hilft. Wir werden ein All. Das ist mir einmal passiert, wo ich versagt habe, da wurde ich ins All geschossen. Na, probier mal. Wir sind jetzt im All. Und ja, hier brauche ich Skills, die mich beweglicher machen, wie ihr sehen könnt. Aber im Vergleich zum letzten Level geht's bisher. Allerdings, ich war einmal schon... Also, ja, ich war schon... Na, doch einmal. Ich habe meistens vorher schon aufgegeben, weil ich dann gemerkt habe, ja, das macht keinen Sinn. Puh, gerettet. Mein Leben kommt wieder zurück. Jawohl, ich tanke wieder Leben. Ja, ich habe das Level schon mal angefangen zumindest. Aber da hatte ich keine Chance wegen gnadenloser... auch noch ein Lebenspunkt dabei. Sehr nice. Wegen gnadenloser Jump'n'Run-Sachen. Und ich hatte halt keine Movement-Fähigkeiten. Oh. Diesmal mit dem Doppelsprung habe ich große Hoffnungen. Große Hoffnungen. Man muss bedenken, wenn man da runterfällt, dann startet man halt immer wieder von vorne. Und das ist lästig. Deswegen ist so ein Doppelsprung und eine Kraft, die mich verteidigt, eigentlich eine super Kombi. Okay. Das ist doch bisher recht gut. Ja, diese Kraft, die verteidigt mich echt gut. Und sie macht mich nicht zum Movement-Cripple. Okay. Mini-Plattform. Auch da ist ein Doppelsprung zur Sicherheit sehr, sehr lecker. Oder wenn man generell zu langsam ist. Oh, eine Kiste mittendrin. Oh! Na, ah, eine Falle. Aber ich habe mehr rausgeholt, als ich reingesteckt habe. Von daher alles gut. Nein. Ich bin in die Bombe gesprungen. Aber hier gibt's Rüstung. Sehr schön. Uff. Das dort unten sieht kritisch aus. Boah, gut, gut. Auch da sind wir durchgekommen. Da muss ich mich aber konzentrieren. Okay. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Nein! Ich hätte noch ein bisschen... Oh, so weit zurück. Gut, so. Ja. Nein. So ist gut. Und schnell raus. Und tschüss mit dir. Okay. Hier müssen wir... Wohin muss ich? Ah nein, ich hätte an die Wand gemusst. Die Wand war sticky. Aua.
Halt, ich muss daran. Genau. Okay, jetzt beruhigen, beruhigen, beruhigen. So. Oh, schnell durchgesprintet. Oh, ein Glück, ein Glück, ein Glück. Oh. Hm, das war schlecht. Sehr gut. Oh. Ja, das Schwierige in dem Spiel ist... Oh, wir haben es geschafft. Ist niemals... sind niemals normalerweise die Gegner, sondern... das brutale Environment hier. Oh. Jackpot. Gönnen wir uns ein bisschen Leben. Weil ich weiß nicht, was mich erwartet. Schauen wir es uns an. Dr. Brighton Sharp. Ah, das ist einer. Lol. Oh, der imitiert die Gegner. Das ist der. Okay. Aber das ist gut. Dr. Brighton. Das ist... Ja, das war blöd. Ah! Jetzt eskaliert er. Jetzt eskaliert er mit sowas von... Aber wir haben es geschafft. Boah, drei Kisten. Jawohl. Jawohl, mehr Damage. Mehr Damage. Puh. Sehr nice. Und auch Speed geschafft. Was ist das? Ich kann es hitten, aber ich kann es nicht... Doch, ich kann es destroyen. Und warum ist hier so ein kaputtes... Okay. Oh, hier lag auch noch Story. Hm. Ich habe jetzt so viel Leben, dass es jetzt nicht mehr so richtig angezeigt werden kann. Weiter vorwärts. Ach du Schande, es geht weiter vorwärts. Ja, der andere Doktor fehlt auch noch eigentlich. Hm, cool. Despation 2. Es ist noch nicht vorbei. Es fehlt ja noch ein Typi. Ja. Wenn wir schon eine geile Fähigkeit haben, dann nutzen wir sie auch. Ich sehe nichts. Sehr gut. Jawohl! Das ist ja alles gut hier, was hier läuft. Wir werden hier wieder gefüllt. Warum sollte es schlecht hier sein? Das ist jetzt hier das Gegnergebiet scheinbar. So. Bring, wohin du möchtest. Ist mir doch egal. Nee, der lebt noch. Ja, Muttern. Ich weiß nicht, ob ich noch Muttern brauche, ob es noch einen Shop oder sowas gibt. Einfach gnadenlos durch. Wie gesagt, gnadenlos einfach durch. Ja, die eskalieren hier. Nein!
Lasst mich da durch. Ich bin Arzt. Das war eine Lüge. Aber es funktioniert. Oh, Moment. Okay, jetzt wird es langsam brutaler. Ihr könnt mir ruhig mehr Leben wiedergeben. Genau. Boah. Hier gibt es ein paar neue Gegner. Ah, diese Stacheln. Super nervig. Dieses Money. Super unnötig. Würde ich behaupten. Ja, Leben nehme ich gerne. Da oben die Biene. Das ist verloren. Die ist verloren. Okay, mein Freund. Was gibt's sonst noch? Uff. Jawohl. Was gibt's hier drin? Ich will die Kiste. Na, Energy. Ah, apropos Energy. Könnte ich mal wieder einsetzen, nicht wahr? Da kam ein Token runtergeflogen. Ich weiß zwar nicht warum, aber. Hey. Den geschenkten Token schaut man nicht in Maul. Ins Maul. Moment. Die blocken die komplett ab, ohne dass sie kaputt gehen. Das ist ja geil. Das wusste ich noch nicht. Ha, ist es jetzt wert, da reinzuspringen? Ja, ich habe gehofft, dass ich mit dem Doppelsprung es schaffe. Aber es war wert. Ah, nicht dagegen schießen. Jetzt. So, Leben, Leben, ich brauche Leben, 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 Leben. Vorsichtig vorgehen und Leben sammeln. Moment. Ich kann die ganze Sprungpassage hier skippen durch den Doppelsprung. Oh, aber da wäre Leben. Ah. Jawohl. Oh. Naja, ein bisschen und eine Panzerung. Besser als nichts, sagen wir es so. Boah. Natürlich. Ein Seelenchip und da war ein Smiley? So, jetzt gibt es hier nochmal Stuff. Und einen Shop. Leben. Panzerung. Und noch mehr Stuff. Ich habe das sogar nicht. Immunität gegen Rückschläge. Ja gut, mehr Leben generell. Ne. Aber, ja, ich bin jetzt auch noch immun gegen Rückschläge. Geh mal alles aus. Ah, okay. Okay. Ich habe sehr viel Leben. Ich habe volle Energie. Ich habe alles voll. Ich bin voll vorbereitet für den nächsten Doktor. Ach du Schande. Dr. Earl und Flat. Okay, der kann vielleicht ein bisschen mehr. Wo ist er hin? WTF? Das sind Mini-Uns. Geh mal davon aus, ich muss da durch. Ah, dann macht er auf. Okay. Voll durchbürsten. Ah, toll. Die Jump'n'Run-Passagen, ich sag's euch. Mein absoluter Nemesis.
Ich weiß nicht mal, wie viel... Oh, bin ich da gerade? Super lästige Jump'n'Run-Passagen. Nochmal. Kriege ich immer Damage dann? Oh, komplett neue Jump'n'Run-Passagen auch noch. Okay. Dadurch bin ich halt immun gegen das Eis. Das ist ziemlich geil. Langsam ist er offen. Ich brauche halt meine Kraft hier. Wenn die Stuff liegen lassen würden, wäre schon geil. Aber er ist angeschlagen, die Ratte. Er ist angeschlagen. Und hiergegen macht mich halt die Kraft immun. Oh, die Kraft wird meine Lieblingskraft. Ich weiß gar nicht, von wem habe ich die nochmal bekommen? Aber diese Kraft nehme ich mir immer mit. Oh, der lebt immer noch. Aber mein Leben ist okay. Da mich das Eis nichts gegen mich machen kann, ist das alles ziemlich gut. Genau, solange dieses Eis von oben mir nichts machen kann, ist alles gut. Oh ja, er ist geschafft. Zumindest haben wir ihn besiegt. Das geht theoretisch weiter. Haben wir hier Loot oder sowas? Nee, scheinbar nicht. Eventuell war es das. Für den ersten Durchlauf. Explosion, Explosion, Explosion. Wir müssen flüchten. Und ihn befreien. Und hier raus. Okay, ein Wettrennen noch. Okay. Es ist dramatischer, als es ist. Die Zerstörung verfolgt mich nicht. Wie scheint. Sonst könnte ich nicht zurückfallen. Aber wir müssen flüchten. Ah. Es ist auf jeden Fall dramatischer, als es in Wirklichkeit ist. Wir haben unseren Begleiter befreit. Retten wir ihn. Ah, das war anscheinend das ganze Ziel des Spiels. Wir müssen ihn retten. Um was zu machen. Schnell. Rennen. Feuer! Lauf, for Nina, lauf! Jawohl! Schneller! Cooler wäre, wenn es wirklich mich verfolgen würde. Ja! Legt von nichts! Keine Versager-Nachricht diesmal. Oh ja, wir haben einiges besiegt. Ach du Schande. Seelenchips. Einige bekommen. Oh ja. Laufzeit. Ja, mit den ersten Levels, die ihr nicht gesehen habt, die waren recht entspannt. Also die sind mal recht entspannt. Das Spiel ist recht entspannt. Ich spiele es aber auch auf normal, muss man dazu sagen. Geht schon einiges hier. Ja, das hat schon ein bisschen gedauert. Okay. Okay. Schaden zugefügt. War ordentlich. Jawohl. Ernsthaft? Achso, 141 Leben habe ich verloren. Abteilung. Das hat wohl die Testfolge beendet. Hurra! Ja, ich habe viel Leben gehabt, viel Damage ausgeteilt und ja, das war ganz gut. Kehre nach Akt zurück. Seed habt ihr gesehen? Und ja, yeah, wir haben es geschafft. Wir sind entkommen. Jawohl, von diesen schrecklichen Doktoren. Die massenhaft von uns produzieren anscheinend. Wir haben es geschafft. Und jetzt Explosion. Oh oh. Explosion. Oh, shit. Wir sind auf einem Strand gelandet. Auf einem Strandplaneten.
Oh yeah. Wir sind entkommen von dieser schrecklichen Fabrik. We made thanks to the help of all. Okay. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Wir haben es zumindest das erste Mal durchgeschafft. Sagen wir es so. Und hier kann man halt immer neue Sachen. Freund, lass mehr Leben. Kleber wenden. Muttern geben Dividende. Was mit dir? Aufwachen, mein Freund. Aufwachen. Wach auf. So, letzte permanente Verbesserung. Oder zumindest die permanente Verbesserung, die es hier noch gibt. Die Katze ist jetzt Maximum. Die gibt mir jetzt auch im 6. Level ein gutes Item. Dann kann ich mir das Stuff kaufen. Und jetzt habe ich noch 20... Du hast alle meine permanenten Verbesserungen. Mit diesem Schalter kannst du sie weiterhin an- oder abschalten. Nimm bei deinem nächsten Job. Oder ich kann Jetons nehmen. Okay, wahrscheinlich ist es jetzt Sinn, dass man jetzt in Jetons investiert als nächstes. Tagesversuche, ein Versuch pro Tag. 3 zufällig aktivierten Skulls. Mit Hunger, Purist und Flut. Wochen. Herausforderung. Wird mittwochs zurückgesetzt. Eine andere Wochenherausforderung mit 3 zufällig aktivierten Skulls. Eilauftrag. Der nur Bosse beinhaltet. Lege in die Statue des Spiels fest. Seedlauf. Ja, ihr habt den Seed wahrscheinlich unten rechts noch jetzt sehen können. Da habe ich ihn zumindest gesehen. Kurzfristig. Naja. Also, das hat Bock gemacht. Das Spiel macht Bock. Jetzt würde ich am liebsten noch mit ihm, mit Ace, es auch durchschaffen wollen. Wobei ich mit ihm es mir schwieriger vorstelle. Oh, was? Ja, mehr Spiele. Gibt es hier was Neues? Ah, ja. Nein, ich will meine Chips ausgeben. Ja, theoretisch würde ich sie jetzt hier reinstecken und vermutlich auch noch hier reinstecken. Und dann... Hier kann ich noch jede Menge Chips investieren in freigeschaltete Gegenstände, also Gegenstände freischalten. Und hier, naja. Wobei, umso mehr Gegenstände ich freischalte, umso weniger Chancen habe ich, dass ich Damage-Ups bekomme. Und Damage-Ups finde ich ziemlich cool. Ja, gut. Das wollte ich euch auf jeden Fall noch zeigen, wie es hier weitergeht. Vielleicht gibt es sogar noch mehr Bosse tatsächlich. Also jetzt, nachdem man es auf normal geschafft hat, wenn man es auf den... auf frech, auf dem schwierigsten Schwierigkeit, ich glaube frech war der schwierigste Schwierigkeit, gerade durchschafft. Wer weiß, vielleicht ändert sich dann das noch und es gibt noch einen Boss. Aber ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzusehen, wie ihr mal den Erfolg sehen konntet. Und auch das war mein erstes Mal mit beiden Bossen tatsächlich. Also für mich war das blind. Ich kannte die nicht und war jetzt überrascht, dass ich so gut durchkam am Ende. Der Doppelsprung war key. Der Doppelsprung und die Möglichkeit, dass ich Leben zurückbekomme durch meine Attacken. Das waren die zwei Sachen, die mir den Arsch gerettet haben. Alles andere war ziemlich geil. Alles andere waren Boni. Okay, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.